Ja, hallo, dass wir uns hier so wiedersehen. Ja, mein Vetter und ich, wir haben einen Aufenthalt da herunten verordnet bekommen, weil auf der Alm sehen wir zu viele lila Kühe. Sie können uns nicht sehen. Ja, aber sprechen können sie gleich, nach dem Pfeifton. Sie ist cool, man. Lass dich überraschen. Ja, das ist eine Überraschung für Sie. Ja? Sie haben gewonnen, eine kostenlose Rückruf, wenn Sie sofort nach dem Pfeifton Ihren Namen und Ihr Problem auf das Band sprechen. Schnell kann es geschehen. Bitte läuft es? Sie sind ertudelt, über diese seinsinnigste Preußische. Wollen Sie das Pfeifen abwarten? Da können Sie gleich können Sie was aufs Band sagen. Yes, bitte sprechen Sie jetzt. Also, pass mal auf, Junge, ja? Keiner zu Hause, ja, das ist mal das Erste. Hier ist keiner zu Hause. Nee, die sind alle bei den Junke, ne? Und weil hier keiner zu Hause ist, ist eben so ein Band drauf geschaltet, wa? Und wenn das pfeift, wa, dann kannst du was sagen. Ey, hör mal, Typ, ey, du kannst doch jetzt nicht einfach anrufen, ne? Ich bin doch Video am Gucken, ne? Ey, voll geil, ey, super, ey, ne? Wer ist die mit der Kreissäge gerade voll am Abfoltern, ne? Ey, boah, ey, die war am Schreien, ey, super, echt. Und dann hat die Spritze, Wahnsinn, ey. Ne, hier ist keiner zu Hause, meinst du, ich könnte sonst Video gucken, ne? Gleich kannst du was sagen, nicht jetzt, am Pfeife. Oh, jo, jetzt hätte ich doch beinahe das Fläschchen hinfallen lassen. Da müsste noch was leiser klingeln, ne? Bitte? Also ich müsste das Telefon, ja, ich bin von Opa Schnelldienst, ja, für das kleine Würmchen, ne? Von den Eltern ist ja keiner zu Hause. Aber passen Sie mal auf, ne? Gleich nach dem Pfeifen, da kommt zum Pfeifen. Danach, da können Sie dann was am Band drauf sagen, ne? Ja, alles Gute, Ihnen auch, ne? Si, pronto, ist der Giovanni hier. Muss ich wissen, welche Nummer du gemacht in die Telefono, hä? Eh? Sagst du einmal. Si, ist gut. Aber warum rufst du an jetzt? Ist keiner zu Hause. Solamente io, Giovanni, muss aufpassen auf ganze Wertesachen. Verstehst du, Sparebuch in Wäscheschranke, Rolex in die Suhrschranke, dürfen keiner wissen. Allora, man kommt die Pfeifentone, du kannst sprechen. Ciao. Manch einer glaubt, wenn er eine Nummer wählt, hätte er auch schon Anschluss. Aber das ist falsch. Zwischengeschaltet zwischen die menschliche Kommunikation ist ein elektromechanisches Aufzeichnungsgerät, das nach einem elektronisch erzeugten Pfeifton das Aufsprechen einer Nachricht ermöglicht. Diese wiederum bringt die menschliche Kommunikation in Gang. Bitte sprechen Sie jetzt. Dass sie noch mal anrufet, ja, da bin ich ja, das ist ja jetzt auch so etwas, das ist ja, ja, nein, das ist nicht zu Hause, nein, da, es ist, tut mir leid, gell, aber gleich, da tut es ein Pfeiferle, nach diesem Pfeiferle, da können sie sprechen. Hallo. Wer spricht? Es tut mir leid. Madame nimmt gerade ein Blutbad und der Hausherr saugt eine junge Dame aus. Nach dem Pfeifen können Sie eine Nachricht hinterlassen. Mein Sohn, schön, dass du anrufst. Ich weiß, dein Herz ist voll und du möchtest etwas sagen. Doch hier, am Ende dieser Leitung, wartet niemand auf dich, nur eine Maschine. Wenn dein Herz trotzdem voll ist, sprich nach dem Pfeifton. Warum soll ich denn immer dran gehen? Geh du doch dran, du Blödmann! Pass auf mit dem Schweißbrenner, du Volldepp! Hallo,
Wer ist da? Nee, nee, hier ist keiner. Nein, nein, haben sich verwählt oder so. Es pfeift gleich, dann sagen Sie doch einfach mal, wer dran ist. Almira, wer ruft da an, ne? Nein, es sind nicht das Zuhause, hä? Was wir hier machen, wir haben einen Schlüssel gefunden in Sevilla und sind hier, um gucken, was ist denn Wohnung, hä? Sprichst du nach den Pfeifen? Ja, hallo, wer ist da, bitte? Och, dass ich auch mal wieder anrufe, Jonny, weil ja was, ne, ist keiner zu Hause, ne? Ja, nur ich, ne? Ja, einer muss ja hier vor Ort. Ja, was glauben Sie, wie der Tür aussieht? Ja, können Sie mich voransehen, ne? Ja, bitte? Ach so, ja, gleich können Sie sprechen, ne? Noch ein Pfeife, ja. Schön, ne? Ja, wundern Sie wieder zu... Ja, schön, ne? Ja. Ja, hallo, wer ist da? Ey, das ist gut, ey. Moment, ich gucke mal, ne? Ey, Scheiße, die sind gerade weggefahren mit meinem Manta. Ey, da muss ich hinterher, ne? Tschö! Ja, bitte? Nein, lass es doch mal sein. Nein, 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 es ist niemand hier. Nicht an der Stelle da. Können Sie nicht abwarten, bis es pfeift? Dann sagen Sie was drauf. Bitte nicht lass es sein. Ministerium für Staats... Entschuldigung, Sie haben sich verwählt. Ich habe mich versprochen, wollte ich sagen. Wo ich herkomme? Ja, nur raten Sie mal. Ja, nur, wie sind Sie da so schnell drauf? Ach, das hört man. Ja, ich habe ja früher nur abgehört. Aber nach der Umschulung mache ich jetzt auf Anrufbeantworter. Das ist ein schöner Posten. Einwandfrei, ne, wa? Gleich noch am Pfeifen, da werden Sie abgehört. Da können Sie sprechen. Später wird es abgehört. Ja, hallo? Entschuldigung, ehe Sie was sagen. Können Sie mal einen Anrufbeantworter nachmachen? Wie? Nein, ich will Sie nicht verarschen. Ach, das können Sie nicht? Dann warten Sie mal hier aufs Pfeifen, dann können Sie. Du hast im Telefonbuch nachgeschlagen. Du hast dir die Finger wund gewählt. Der Schweiß steht dir auf der Stirn. Und dann hast du ihn den Anschluss. Und was ist jetzt ein Anrufbeantworter? Der Schweiß steht dir auf der Stirn. Die Sonne brennt auf dich herunter. Du hast das Telefonbuch gewälzt. Du hast dir die Finger wund gewählt. Du hast Anschluss bekommen. Und jetzt ist keiner zu Hause. Sprich nach dem Pfeifton. Hallo? Der Meister hat gesagt, ich soll da mal rangehen. Nee, der kann jetzt nicht, ne? Mach doch mal leiser mit dem Presslufthammer da hinten. Ja, das wird hier abgerissen, nicht? Ja, Sie haben gerade noch Gelegenheit, eine Nachricht aufs Band zu sprechen, ne? Ja, Hallöchen, wer schneit uns denn da so ungestüm ins Haus? Immer gleich so heftig. Wir hätten ja ruhig noch einen kleinen Bimmler abwarten können, was? Immer gleich die großen Glocken läuten, ne? Nein, die können Sie jetzt nicht sprechen, weiß ich, wo die alte Schlampe rummacht. Also wenn Sie eine Nachricht haben, dann pfeifen. Psst, leise, Moment. Ja, um diese Zeit ruft man doch noch nicht an. Ja, natürlich, hier schläft noch alles. Wenn Sie den Pfeifton abwarten, können Sie eine Nachricht hinterlassen, aber leise. Leise. Warum rufen Sie denn an um diese Zeit? Ja, natürlich schläft schon alles. Ist doch unmöglich, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, nach dem Pfeifton. Aber leise. Ja, bitte, wer ist da? Ach, Sie wollen sicher eins von den Kindern sprechen, nicht? Ja, ich bin die Oma. Wie haben Sie das so schnell...
Ja, man konnte ja schon früher unser System nicht auseinanderhalten, ne? Soll ich mal was ausrichten, was? Nee, nur mal langsam mit die Jungpferde. Ich kann mir das nicht so merken in meinem Alter, ne? Die haben hier so ein Apparat, da piept das gleich. Und dann kommen sie. Ja, hallo, Redaktion Glücksrat, wer spricht? Oh, gut, dass Sie anrufen. Wir haben schon auf Sie gewartet. Ja, kleinen Moment bitte. Keine Erklärung jetzt. Der Moderator weiß Bescheid und wenn der Pfeifton kommt, sind Sie live auf Sendung. Hallo, guten Tag und schönen Dank für deinen Anruf. Du hast richtig gewählt. Hier ist die Hotline für den Spaß zu zweien im Freien. Wenn du mit uns sprechen möchtest, dann warte auf den Pfeifton. Eine Minute für 1,25 Mark. Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr 29 und 34 Sekunden. Ja, hallo, Auktionshaus York, Dr. Grams am Apparat. Oh ja, schön, dass Sie anrufen. Wir haben schon auf Sie gewartet. Der Rembrandt wurde gerade aufgerufen. Wenn der Piepser ertönt, geben Sie bitte Ihr Gebot ab. Wenn wir Sie zurückrufen sollen, benötigen wir nach dem Pfeifton folgende Angaben. Name, Datum und Uhrzeit, Wohnort, Geburtsdatum, Geheimnummer von EC-Karte, Geheimnummer von Eurocard, die Kontonummern in der Schweiz und das Kennwort Ihres persönlichen Computers. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie anrufen. Sie haben sich ein Herz gefasst und nun ist niemand zu Hause. Ich weiß, Sie mögen keine Anrufbeantworter. Fassen Sie sich ein Herz. Sprechen Sie jetzt nach dem Pfeifton. Ja, hallo, wer ist? Na, verflixt, wo ist Knopfwasser? Ich muss drücken. Hallo, nicht gehen weg, bitte. Hör nix, Boschemoi. Schlimmer als beim Kasach. Hallo, Schakref, warum sagt nix? Hallo, können mich hören? Ist keiner zu Hause und ich nicht kennen, findet Knopf? Was müssen drücken für können sprechen? Heilig im Kanonenrohr. Na, du ist der kleine Lorbas. Jetzt können sprechen. Noch pfeifen. Ja, hallo, dass Sie da mal wieder anrufen, ja, das ist ein Anrufbeantworter. Ja, da sehe ich Sie doch schon wieder blass werden. Keiner zu Hause, nur diese scheiß Maschine dran. Ja, Sie haben es ja auch nicht besser verdient. Warum rufen Sie nicht an, wenn die Leute da sind? Jetzt müssen Sie nach dem Pfeifen reden. Oder schweigen für immer. Guten Tag. Dies ist ein Anrufbeantworter. Wenn Sie eine Guten Tag. Dies ist ein Anrufbeantworter. Wenn Sie eine Entschuldigung. Guten Tag. Dies ist ein berufener Sprechen Sie einfach nach dem Pfeifen. Ja, grüezi miteinander. Dass Sie sich wieder einmal bei sehen lassen. Ja, mein Vetter und ich sind hierher geflüchtet, weil auf der Alm hat's zu viel lila Kühe. Sie können uns nicht sehen, aber sprechen können sie. Nach dem Pfeifen ist cool, man. Lass dich überraschen. Ja, Sie haben gewonnen. Das ist eine Überraschung für Sie. Eine kostenlose Rückruf von... Wenn Sie gleich auf das laufende Band sprechen, nach dem Pfeifton, schnell kann es geschehen. Sie bitte, nicht hudeln, es ist keiner zu Hause bei. Wenn Sie bitte das Band, das Pfeifen, abwarten, da können Sie sprechen, es ist ja wurscht. Ja, hallo, Junge, mach mal langsam, ja, ganz langsam. Also hierbei.
ist Kaya zu Hause. Sie sind alle im Theater jund geguckt. Wa? Und wenn das jetzt gleich piepst, ja, dann kannst du was sagen. Ja, du liebst, Herr Gülde von Biberach, dass Sie jetzt ausgerechnet hierbei nochmal anrufen, ja, da kann ich ja jetzt gerade mal schwätzen, aber es ist menschlich, ist das wirklich sauber, sauber, sag ich da, sauber. Es tut mir leid, aber Sie müssen das Pfeiferle abwarten, das kleine Pfeiferle am Schluss von dieser Ansage, dann können Sie sprechen. Still, Hasso. Wen darf ich melden? Es tut mir leid, Herr. Ist nicht zu sprechen. Er ist gerade im Keller und saugt eine junge Dame aus. Bitte winseln Sie nach dem Pfeifton. Hallo? Wer spricht? Es tut mir leid. Frau ist nicht zu Hause. Sie nimmt gerade ein Blutbad. Bitte winseln Sie nach dem Pfeifton. Lieber Anrufer, leider, leider, leider ist keiner zu Hause bei. Aber du möchtest dich mitteilen, sprechen, dich äußern. Tu es nach dem Pfeifen. Hosianna. Ja, Kommissar Bierbaum, wer ist da bitte? Wen möchten Sie sprechen? Den Herrn, wie war der Name? Ah ja, nein, nein, der ist jetzt ein bisschen verhindert. Ja, ach, das kann dauern. Ja, das, da sagt der Dr. Müller, hat darüber zu sagen. Ja, der Staatsanwalt, Aber Sie könnten uns was Sachdienliches mitteilen. Ja, nach dem Pfeifton, Name, Grund des Anrufs und so weiter, Sie wissen schon, wir kommen dann auf Sie zu. Ja, hallo, guten Tag, wen möchten Sie sprechen? Wie war der Name? Nein, es tut mir leid, die Herrschaften, die Steuer, Sie wissen schon, ja, es kann dauern, ja, das entscheidet dann die Staatsanwaltschaft, ja. Aber Sie könnten uns sachdienliche Hinweise liefern, sprechen Sie doch nach dem Pfeifton bitte Ihren Namen, Ihre Steuernummer, den Grund Ihres Anrufs und in welchem Verhältnis Sie zu den Angerufenen stehen. Vielen Dank auch. Ay, pronto, hier bei, wie heißen Leute? Nein, es sind nicht zu Hause. Sind in Sevilla, suchen Schlüssel. Wir haben Schlüssel und gucken nach der Wohnung in Ordnung. Hä? Sagst du nach dem Pfeifen deinen Namen, deine Adresse und wann du fährst in Urlaub? Ja, hallo, hallo, wer ist da? Liebling, lass mich los. Nein, sie ist, wie heißt du eigentlich? Sie ist nicht zu Hause. Ja, nein, was, sie können gleich, sagen Sie was aufs Band nach dem Pfeifen. Ja, hallo, wer ist da? Einen Moment, eine Frage. Können Sie den Anrufbeantworter von... nachmachen? Nein, können Sie nicht? Sehen Sie, das ist der Beweis. Einen echten Anrufbeantworter kann man gar nicht nachmachen. Ja, hallo, der Meister hat gesagt, ich soll da mal rangehen. Wen wollen Sie sprechen? Wie heißen die hier? Nee, da ist keiner mehr da. Nee. Hier wird alles abgerissen. Leise mit dem Presslufthammer da hinten. Sie können gerade noch was auf das Band sagen. Nach dem Pfeifen. Oh, hallo, Auktionshaus.
Oh, wir haben schon auf Ihren Anruf gewartet. Der Rembrandt wurde gerade aufgerufen. Wenn der Piepser ertönt, geben Sie bitte Ihr Gebot ab. Ja, hallo, wer spricht? Ach, Sie wollen wissen, wer hier ist? Na, hören Sie mal, es gibt doch schließlich einen Datenschutz, ja? Sprechen Sie bitte Ihre Nachricht nach dem Pfeifton aufs Band und dann wollen wir mal sehen, ob... zurückruft. Thank you.
Thank you.